Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde Dead by Daylight. Mit Leuten, die einem eh nicht helfen. Säcke. Oh, sitzt noch ein bisschen Frust von der letzten Runde. In den Knochen. Wo sie mich einfach verrecken lassen. Ich will den Leuten helfen. Ich mache 4 Generatoren fertig. Um die versuchen nicht mal einem zu helfen. Allerletzte Misspack. Meh. Wenn ich die Chance habe, bin ich weg. Oh. Helden sterben früher. So. Wir gucken uns noch das GIF an. Eine wunderschöne Animation. Ich habe jetzt nichts reingeschmissen, keine Opfergaben oder dergleichen. Wir haben immer noch dasselbe Perk. Hat das letzte Mal ja nicht erreicht. Habe nur 8000 Punkte gemacht. Dich kenne ich, verpiss dich. Und dich sowieso, du hast mich auch schon verrecken lassen. Mit euch stehe ich nicht. So, wir sind mit dem Geist. Perdu. Könnt ihr mal bitte aufhören zu rennen? Verdammt. Verpisst euch. Ich will nicht mit euch zusammenstehen. Denn egal wie, ich werde sowieso wieder gejagt. Was ist denn los mit dir? Verschwinde. So ist Land gewesen. Das Ding beim Geist ist, man kann das Haus nicht durchsuchen, wenn er unsichtbar ist. Mit dem geringen Terrorradius. Weiß man nicht, wann man suchen darf. Oh, jetzt mal ein bisschen wärmen. Aha. Da geht der Erste dahin. Ich würde nur ganz gerne mal einen Generator finden. Hallo? Du bist mein Generator. Dich mache ich erstmal heile. Und dann ist alles tutti. Siehst du? Weil sie alle zusammen gestanden haben. Einer kriegt immer auf die Fresse. Das Beste ist natürlich, man kriegt wenigstens einen Generator für... Weil sie alle zusammen standen. Ja? So einfach ist es. Weil sie zusammen standen. Ja, ist ja schön, wenn so ein Generator in 20 Sekunden fertig ist. Das bringt euch aber nichts. Wenigstens sind zwei entkommen und können sich gegenseitig heilen. Der läuft gerade die Generatoren ab. Nee, macht er nicht. Verletzt war. Mann! Sometimes, ne? Dreimal hintereinander verkackt. Da wirst du nervös. Warum kommst du jetzt mit, ihnen zu helfen oder nicht?
wichtig ist, dass der Sehr gut, der hat einen anderen gefunden. Finish. So, ich weiß, dass da vorne ein Haken ist. Ich meinte eigentlich, dass da vorne ein Generator ist. Mich doch wohl verarschen. Jetzt lockt doch den Hannes hier nicht her. Was war das denn, Igitt? Aber. Der ist in die Richtung. Dann gehen wir da lang, wo er gerade hergekommen ist. Ah, es fehlen noch so einige Generatoren. Die Luke habe ich auch noch nicht gefunden. Warum haben die sich denn gegenseitig nicht geheilt? Da waren noch zwei in der Ecke noch. Waren wir zu dritt. Okay. Hat er wieder wen gefunden. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob er ihn gefunden hat. So weit weg kann ich nicht erkennen, welche Klingel welche ist. Aber jetzt sah es noch nicht. Und da ist auch direkt der Haken daneben. Ah, die Truhe ist schon leer. Na, sag ich ja, ist direkt die Truhe daneben. Der Haken daneben. Ich hoffe ja mal, dass meine Kollegen anfangen zu helfen. Die noch nicht eiskalt verrecken lassen. Ach komm, gehen wir hin, was soll's denn? Hat der jetzt versucht, ihn allein zu retten? Was? Da ist einer. Entschuldige, mein Freund, ich muss dich verlassen. Ich bin verletzt. Das tut mir leid. Mein Möglichstes getan.
Aber die haben sich gegenseitig geheilt, die beiden. Da war nichts zu holen für mich. Ich dachte ja gerade, wenn ich denen dann schon weglaufe, würden sie... Shit, ey, noch einer verletzt. Okay. Ich möchte ganz kurz einmal hier draußen nach der Luke gucken. Alle sind verletzt, ey. Der Generator fertig, sehr gut. Hier vor habe ich noch nicht nach der Luke geguckt. Nee. Nothing. So, ja, diese Luke hier hat er fertig gemacht. Die beiden heilen sich gerade gegenseitig. Ich hoffe es zumindest. Ich habe keine Ahnung, wo die Generatoren sind. Anscheinend hat er sie gefunden. Wir müssen ja beide nah beieinander gestanden haben. Wahrscheinlich gerade beim Heilen erwischt. Okay. Ich geh mal weg. Leise rüber. Anders, ich gucke jetzt unten im Keller. Ach scheiße, hier ist gar nicht der Keller. Ich kann da nicht hin, wenn ich verletzt bin. Da und da. Gut, ich gehe aus da oben links. Er hat rechts den Generator gemacht. Keller? Fuck it. Ich muss jetzt versuchen zu entkommen, dass er vielleicht den anderen... Da ist er gerade lang gelaufen. War gerade eben hier. So leid mir das auch tut für ihn, für meinen Kollegen. Aber ich muss jetzt zusehen, dass ich herauskomme. Nein! Oh, diese feige Ratte da hinten. Er hat sich versteckt, bis ich drauf gehe. Der hat doch eiserner Griff drin. Ah!
So, meine lieben Freunde, das war eine Runde Dead by Daylight und schon wieder. Ja, geh dich ficken. Sorry, ich wollte meine Punkte heißen, dass du Spasti. Du hast es nicht mal probiert. Dumme Asi. Na, ist egal. Bleib halt da deinem Scheiß rein, 20. Könner. Ich weiß nicht, warum ich den Leuten immer helfen muss. Es geht mir auf den Sack. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Jede Runde. Entschuldige bitte, dass ich dir nicht geholfen habe. Aber ich bin halt ein Scheißspieler. Ich doch. Piss dich. Ich hätte einfach zum Tor gehen sollen und hätte ihn da verrecken lassen sollen an seinem Scheißhaken, ey. Zumal dieser Spasti absichtlich weg vom Tor geblieben ist, damit der Killer mich zuerst jagt. Regt mich gerade ein bisschen auf. Merkt man vielleicht. Er hatte gar nicht vor, mir zu helfen. Na gut. Solche Spiele gibt es, meine lieben Freunde. Kann man nichts machen. Die gibt es überall. Feiges Pack. So ist das. Wir sind halt der Held. Die anderen sind die Opfer. Helden sterben früher. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis dahin. Euer Midnight. Ciao. Nein, und ich hätte ihn bestimmt nicht geopfert und ihn verrecken lassen. So was würde ich nie machen. Macht's gut, ciao.